Ach ja, wieder hier ein wunderschöner Tag hier in Minecraft Apollo. Und damit willkommen zu der Folge Minecraft Apollo hier. Ich glaube, das ist die siebte, achte Folge. Ich denke, achte, glaube ich. Ja, wie gesagt, willkommen zu der Folge Minecraft Apollo hier. Genau, wer es euch weiß hier, das gute alte, der gute alte Franzl-Merch hier. Und ich möchte euch hier nochmal das schnell zeigen. Nämlich, ich habe schon gesehen, dass hier ein paar von euch erst gekauft haben. Also ein paar Hoodies oder so gekauft haben. Wenn irgendwie ein Hoodie zu Hause habt, einfach hier bei instagram.com/johannes30_official hier, wie hier eingeblendet, einfach ein Bild schicken mit Franzl-T-Shirt oder Franzl-Hoodie oder was auch immer bestellt hat, eine Tasse. Und einfach uns ein Bild schicken und dann führe ich das vielleicht hier ein. Also seid vielleicht der Erste hier. Und ja, genau. Wie gesagt, hier gibt es Franzl-Merch. Wie gesagt, hier mit dem Schnitzel. Hier gibt es ein Hoodie, ein Franzl-T-Shirt und wie vieles weitere noch. Zum Beispiel eine Handyhülle. Ich habe schon viele gesehen, die geschrieben haben, dass die irgendwie eine Handyhülle oder so gekauft haben. Und ja, genau. Es gibt noch das Federmäppchen. So ein Ding, so ein Schüttelpenal. Dann auch so eine, wo man so eine Handytasche praktisch. Ein Rucksack, der ist nämlich richtig cool. Wenn ihr den gekauft habt, unbedingt ein Bild hier schicken, dann füge ich das unbedingt hier ein. Und ja, wenn, ich glaube, Rucksack ist richtig gut für die Schule. Der ist auch richtig praktisch hier, weil er viele Fächer hat auch hier. Und genau, die Tasse, ich finde die Tasse immer noch, das ist mein Favorite. Tasse ist immer noch das Allercoolste. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch so ein gutes altes Dings hier. Hier ist ja noch die Tablet-Tasche und so, Umhängetasche. Und genau, der Franzl-Turnbeutel. Falls ihr irgendwie in der Schule oder so Turnen habt oder so und falls ihr einen neuen Turnbeutel braucht, unbedingt den Franzl-Turnbeutel hier abchecken. Und ja. So, genau, was ich euch heute zeigen wollte, ist eigentlich, was wollte ich euch zeigen? Genau, ich habe nämlich vorige Folge, haben wir, wie gesagt, das Schaf hier gedingst. Ein Schaf ist zugerannt. Hallo Schaf? Ah ja, hier ist es. Oh, hallo Schaf. Genau, ihr habt den Kommentar abgestimmt, also nicht abgestimmt, ihr habt gesagt, ich soll es Goldie nennen, also Goldie, also so geschrieben, Goldie. Und, oder ich weiß nicht, soll ich es Goldie oder Goldie, also mit EE oder Y schreiben? Hallo Schaf. Ja, ich habe so einen kleinen Stall hier jetzt gebaut und, ja, ich glaube, das frisst ihr gerade. Ja, hallo Schaf, Goldie. Richtig cool hier eigentlich. So ein kleines Schaf hier. Ich glaube, das ist das. Ja, was, ich weiß nicht, hat es Hunger oder was fresst eigentlich das Schaf? Ich gebe mir irgendwie ein paar bisschen Essen rein. So. So. Oh, Essen. Hapa, hapa. Willst du es nicht? Ich glaube, du willst nichts. Oh, doch, willst du es? Bist du Fleischesser? Ja, wie gesagt, bleib hier irgendwie da. Ja, ich komme demnächst wieder zu dir, okay? Und genau. Wer sich fragt hier, warum das Schaf hier Goldie heißt. Nämlich das Schaf heißt hier Goldie, weil es irgendwie sehr auf Gold oder so irgendwie, weil es sehr Gold mag hier und das Gold direkt hinrennt und so. Genau, und ich habe hier vorige Folge hier so einen Stab gemacht mit Telekinese. Ich weiß immer noch nicht, was es ist hier. Könnt ihr auch unbedingt in die Kommentare schreiben hier. Und genau, ich habe jetzt ein Elevator-Board. Das ist so ein Elevator, da kann man praktisch hochspringen mit jetzt. So. Genau, und hier bin ich jetzt oben und hier kann ich einfach hier, ist praktisch eine Plattform, ich kann wieder runter. Und, hier ist immer noch doof, so eine Glatze. Wie gesagt, rechts oben beim I auschecken jede Folge. Jetzt kann ich auch mit Hank gerade rüber gleiten. Und ja, Leute, mir ist schon aufgefallen, dass hier Flo die Goldblöcke weggenommen hat. Ich werde noch einen Plan schmieden. Wie gesagt, ihr könnt irgendwie hier einen Plan in die Kommentare schreiben, was ich von Flo stehen soll oder wie ich bei Flo einbrechen soll. Ob Flo irgendwas Wertvolles hat oder so. Und ja, wie gesagt, hier nochmal der Franzl-Merch. Und hier ist die Skizze von Franzl, wer es noch nicht gesehen hat, vom Franzl-Merch. Und ja, ich habe den Tower hier ein bisschen ausgebaut. Hier sind noch die ganzen Sachen drinnen. Und ja, hier sind noch ganz Kohle und sowas drinnen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, weil ich kann mal den Tower hochfahren hier. Den Tower hier. Den, der ist gerade die dritte Etage. So, kann ich dir, ich habe die dritte Etage nicht auch schon hier. So, wie gesagt, dritte Etage hier. Ihr könnt hier, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, was ich hier für Räume einbauen soll. Weil nämlich hier, der hat relativ viele Räume hier. Also der hat relativ viel Platz hier für Räume, für Etagen. Wie gesagt, ich habe hier schon ein bisschen was aufgeschrieben, was ihr geschrieben habt in den Kommentaren bei der letzten Folge. Genau, verändert Raum, eine Grünfläche hier irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie eine Grünfläche mit, irgendwie, keine Ahnung, Bäume oder so. Aber der Tower sieht ja mal mega cool aus, gell? Ich finde mega cool. Genau, so, jetzt schaue ich mal wieder runter. Ich weiß nicht, hier ist immer noch Tops in der Glatze. Ich weiß nicht, was neu ist. Sonst ist eigentlich, glaube ich, nichts neu. Alright, so, ich weiß nicht, wie gesagt, lass einfach in Kommentar schreiben hier, was, wie ich hier Flo zurücktrollen soll mit der Statue. Und, ja, so, ich habe nämlich noch, wie viel Geld habe ich gerade? Ich habe 115. Ich kann mal schauen, was hier für Quests gibt. Erreicht Level 5 in einem Skill. Keine Ahnung, wie man das Skill noch öffnet. Team, nimm eine Folge mit einem Mitspieler auf. Das kann ich auch demnächst machen. Ich weiß nicht, könnt ihr in die Kommentare schreiben, mit wem ich das aufnehmen soll. Klar, töte einen Mitspieler.
Soll ich vielleicht Tobs mal demnächst killen? Was soll ich? Weiß nicht. So, was gibt's denn hier noch? Genau, Killer. Dings Händler ist, glaube ich, das einfach traden. Trolling. Bau einen Troll für einen Mitspieler. Ich habe das schon gemacht, also für Tobs, dass die im glatzen Dings, wer das nicht gesehen hat, unbedingt rechts oben beim I auschecken. So, jetzt habe ich das gekriegt. Okay, nice. Das heißt, ich habe Quest Complete Trolling. Okay. Das heißt, ich habe 20 Dollar hier bekommen. Oh, was ist das hier? Okay, das heißt, ich habe eine Katana-Box. Weiß ich, habe ich schon viele Boxen hier? Nee, ich habe noch nicht so viele. Ich mache irgendwann ein Case-Opening oder so, wenn ich richtig viele öffne hier. Okay, was gibt's noch für ein Dings hier? Für ein Dings. Öffne deinen eigenen Shop und Spawn. Das kann ich vielleicht auch in der nächsten Folge oder so machen. Erkunder. Besuche alle drei Häuser. Alle Häuser der drei Mitspieler. Okay. Kann ich auch den Merch-Box, okay? Was auch immer da drinnen ist. Palawan. Erreicht Level 5 Skill. Ich glaube, ich bin sogar schon Level 5. Ich schaue mir unbedingt die nächste Folge das an, aber ich claim das mal. Ich bin eigentlich schon Level 5. Kann ich das detekten? Ja. Ich bin eigentlich schon Level 5 hier. In einem Skill, weil ich habe letztens irgendwo auch so eine Nachricht gekriegt. Egal, ich schaue mal nächste Folge nach hier. Hylian Box. Phantom Chronicles Remax Sample Box. Was ist da drin? Mushroom Skewer. Hearted Simmer Fruit. Heroes Bow. Kokiro Sword. Triforc Shard. Okay. Also ist eine richtig gute Chest anscheinend. Okay, was kann ich denn noch machen? Ich würde sagen, irgendwie, Flo hat, glaube ich, schon nämlich richtig viel. Warte mal, am sichersten. Kriegen wir 10 Chunks. Warte mal, habe ich 10 Chunks? Ich habe eigentlich schon 10 Chunks. Hallo, Dings hier. Kann ich das claimen? Ja, genau jetzt. Ich habe schon 10 Chunks, nämlich. Oh, hallo. Hey, ich habe dich schon gesucht. Ja, eine Sekunde. Ich muss das hier schnell reinlegen. So. So, es backt hier ein bisschen. Ich habe schon $200, gell? Richtig viel. Okay, hallo, Zeus, wo auch immer du bist. Oh, ich möchte dir mein Reich zeigen. Okay, dein Reich. Ich glaube, dein Reich ist irgendwie dein, Dings oder so. Oh! Hallo? Ich weiß nicht, wo. Warte mal, wo bin ich hier? Hallo? Ist das sein Tempel oder so? Hier ist ein Fluss, ein liederner. Ein liederner Fluss, ein blauer Fluss. Warte mal, wo bin ich hier überhaupt? Kann ich hier durch? Oh! Oh, hallo Zeus. Hi. Ist das Wolkenblöcke? Tatsache, es sind Wolkenblöcke. Dies ist mein Götterreich. Okay, lol. Ja, gehe ich mit dem Fluss. Und das ist dein Tempel hier? Alter, wie Gold einfach. Okay, okay. Ja, den Götterreich. Okay, dieser Tempel gehört mir schon seit 48.000 Jahren. 48.000 Jahren, okay. Ich bin der stärkste Gott von allen. Ja, das ist mir eigentlich auch bewusst, wenn du so viel Gold hast und so. Okay. Aber ist es wirklich... Wie hoch ist denn das? Welche Höhe bin ich? Ich bin Höhe... 240. Oh mein Gott, das ist richtig hoch. Hier kann ich hier runterschauen. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist. Oh, lol, hier ist sogar der Fluss hier mit Dings. Hier runter fließt. Richtig schön. Ich glaube, so eine Wolkeninsel oder so ist das. Genau. So... Tut ist auch. Also, das ist da unten unsere Stadt. Also, unsere Seite. Ja, Zeus, hast du eigentlich noch irgendwas zu sagen? Oder ist er gerade eingeschlafen? Nee, so, genau. Ich habe schon wieder Hunger. Ja, Zeus, ich weiß, dass du schon wieder Hunger hast. Da, ich weiß nicht, bist du. Warte mal, so. So, hier hast du Essen. Nimm es. Nimm das. Oder. Warte mal, ist er Veganer geworden? Nee, oder? Nimm das. Essen, gib es mir. Okay, dann muss ich es hochbringen. Da. So, nimm es. Oh, okay. Gib es mir, okay. Nice, 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 nice. Okay, ja, viel Spaß noch. Ah, er isst gerade. Viel Spaß noch hier beim Dings. Ist es überhaupt Dings? Ich glaube, das ist gar kein Wasser hier. Nur Fake-Wasser. Ja, viel Spaß hier noch beim Dings. Oh, lol, was ist es hier? Was hat der hier für einen großen Tower hier? Oh, lol. Hier ist, glaube ich, so ein Teleporter oder so. Egal, ich gehe mal hier wieder runter. Alter, wie cool das einfach hier aussieht, gell? So eine richtige Wolke. Mit so Dings drauf. Aber richtig cool. Vielleicht kann ich ein nächstes Video mal irgendwann besuchen. Aber richtig cool hier. So, genau. Dann gehe ich mal runter hier. So. Ah, da hätte ich schon gedacht, dass ich hier aufprallte. Nein, ich doch nicht. So, genau. Dann wollte ich jetzt auch schauen wegen die Quest. Wegen die Quest, Ich weiß nicht, soll ich demnächst wieder irgendeinen Spieler trollen? Wie gesagt, einfach einen Namen in die Kommentare schreiben und wie ich den trollen soll. Einfach in die Kommentare schreiben. Okay, so. Questcomputer, okay. Haben wir das jetzt? Wir haben schon richtig viel Geld. Genau. Am sichersten. Das heißt, wir haben jetzt 10 Chunks Game, easy peasy. So, Begleiter. Begleiter haben wir auch schon.
Krieger. Töte 25 Zombies. Das habe ich noch nicht. Schmied, rüste dich ordentlich aus. Warte mal, Chain-Dings? Okay, das ist krass. Chain-Rüstung und sowas. Ein Ofen und Anvil. Anvil habe ich eigentlich. Einen Ofen auch. Blast-Furnace brauche ich. Okay. Was kriege ich dafür? Goldbox. Okay. Okay, was habe ich hier noch? Diener. Macht ein Gott ein Geschenk. Erkunder, alle drei Häuser. Okay. Business. XXX. 30 Minuten plus Folge. Das wird noch kritisch. Keine Ahnung, wann ich das irgendwie mache. Oder wird es vielleicht die Folge? Ich weiß nicht. Töte ein Mitspiel mit einer Falle. Das kann ich auch noch machen. Okay. Meister. Erreiche Level 10 im Skill. Okay, das habe ich noch nicht. Macht ein Gott ein Geschenk. Okay, ich muss meinem Gott irgendwie ein Geschenk machen. Oder wie wert das geht hier. Ich muss meinem Gott irgendwie hier ein Geschenk machen. Okay. Was gibt es hier, was ich mein Gott als Geschenk machen kann? Clay, vielleicht ein Diamant, vielleicht den Golden, ja, den Golden Apple hat mir selber gegeben. Elixier, Remus Kürze. Okay, ich könnte eigentlich Elixier geben oder so. Ich habe Smoke Bomb, Name Tag. Ich weiß nicht, was ich hier, weiß immer noch, was Summoner Orb ist. Ich hab's irgendwie in Kommentare geschrieben, dass ich irgendwie einen Mob rechts klicken soll mit dem. Genau, was macht Empty? Kann ich auch gleich noch ausprobieren hier. Genau. So, ich glaube, ich gebe mal Elixier, Herrgott. Gott, bist du irgendwie da? Dann kann ich hier eigentlich rüber. Hier ist eh, glaube ich, die Insel, oder? Kann ich hier rüber? Ich denke nicht, oder? Ich bin viel zu weit unten. Gott, kannst du irgendwie kurz kommen? Zeus, bitte. Ich würde gerne hier irgendwie, hallo, Zeus? Ich würde gerne irgendwie, warte mal. Oh, großer Zeus. Komm da. Oh nein. Ich weiß nicht, wo er kommt. Ich wollte ihm das Dings geben. Ich lege es ihm einfach hier in die Chest. Geschenk. Ich mache einfach hier schnell ein Schild hier. Gutes altes Schild. So, so. Dann so. Und hier so. Da habe ich ein kleines Schild. Brauche ich einfach hin. Lieber Zeus. Hier hast du ein Geschenk und nachher ein gutes Smiley. So, also mache ich hier noch ein Rufzeichen, dass er das ganz gut versteht hier. Leg ich noch in meiner Dings-Chest hier meine Schilder. Genau, und ich wollte jetzt noch zeigen schnell hier ein paar neue Fanarts. Weil, wie gesagt, wer noch kein Fanart hier gezeichnet hat, könnt ihr auch ein Fanart zeichnen, wie die ganzen anderen Leute hier. Und genau, hier ist das neue Fanart hier. Von Phoebe Jade oder Phoebe Yale. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Wie gesagt, die haben mich auch auf Twitter hier markiert. Ich hätte so ein Zeus-Dinges gemacht mit so Blitze und hier steht nochmal Zeus. Richtig cool mit Zeus, mit den weißen Augen und so. Richtig cool. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach ein Fanart machen und mich taggen. Jonas3300 auf Twitter hier einfach folgen. Und genau, das ist ja auch noch ein neues Fanart hier. Auf Instagram hat der oder die mich getaggt hier. Nämlich von Skylike Cookie. Und hier sind auch nochmal ich. Ich glaube, das bin ich. Das ist Tobs, das ist, glaube ich, Hades, glaube ich. Das ist Easy, das ist, Dings, Nyx, denke ich. Das ist, keine Ahnung, wer das ist. Hier ist, glaube ich, Tobs und Dings. Das ist Tobs. Ne, warte mal, wer ist nachher das? Hä? Achso, nee, das ist Flo. Das ist Zeus, das bin ich. Das ist Tobs, das ist, Tobs sein, komischer Gott. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist Nyx. Und das ist hier, Easy. Und das Hades. Okay, war richtig cool eigentlich. Und hier steht noch Minecraft Apollo. Wie gesagt, einfach hier mich taggen. Hier auf Twitter oder Instagram. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich doch das Dings hier ausprobieren, den Summoner Orb. Kann man das summonen? Ich denke, Summoner oder Summon heißt irgendwie auch irgendwie erschaffen oder sowas. Und genau, hier habe ich, by the way, hier mein Dings Bot, mein ganzes Warz hierher bekommen. Und oh! Ja, vorne sind schon Zombies. Warte mal, kann ich den Zombie jetzt eigentlich... Was bist du hier? Kann ich den Zombies jetzt eigentlich... Rechtsklick? Rechtsklick? Oh nein, es funktioniert nicht. Und ich glaube, ich muss den Zombie killen eigentlich. Warum funktioniert das nicht? Warte mal, ich muss mal hier irgendwie wieder zurückkommen. Blöcke ausrüsten. So. Summoner Orb. Funktioniert. Funktioniert irgendwie nicht. Komisch. Okay. Da vorne kommt auch wieder ein Zombie. Oh, aua. Bitte, Zombie. So. Oh, was ist das für ein Zombie? Sarn Umbaridation. Okay, der hat nicht viel Leben. Oh, Leute, der hat was gedroppt. Brace. Was bringt Brace? Kann was das bringt. Okay, Steinschwert. Okay, sind da noch irgendwelche Monster? Ich kann eigentlich gleich hier was mitnehmen. Kann was das hier ist hier. Das habe ich nicht abbauen können, glaube ich. Das sind Amethysts. Oh, ich glaube, hier irgendwas ist irgendwie. Kommen. Ich glaube, jetzt wieder. Kommen. Oh, Leute. Machen richtig gute Sachen, gell?
Ich hab doch geschrieben, man macht dann abends ziemlich gute Sachen, aber bei mir ist irgendwie nichts gekommen. Rüstung, mach mal richtig gute Rüstung. Ich glaube, ich habe eh auch Amethyst-Dings, gell? Muss ich mitnehmen? Amethyst oder Amethyst, wie das heißt. Hier ist Lava, böse Lava. Wie gesagt, ich bin auch noch, ich bin auch erst einmal gestorben hier. In dem kompletten Projekt, was richtig gut ist. Weil die anderen sind schon mindestens ein, zwei Mal gestorben. Also vielleicht bin ich Rekordhalter. Und genau, ihr habt geschrieben bei meiner Mining-Folge da, dass ich hier das Dings vergessen habe mitzunehmen. Und das hier richtig cool ist und dass man das am Spawn verkaufen kann. Und man kann ja sich Runen draus machen. Ich weiß immer noch nicht, was die Runen... Oh, jetzt habe ich gerade ein Schwert weggehauen. Was die Runen hier bringen, die Runen. Wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas... Irgendwie wisst, was die Runen hier bringen. So, so. Bam, bam, bam. Hier ein bisschen das, ein bisschen dies, ein bisschen das. So, ich glaube, ich kann die einfach wirklich vom Spawn verkaufen. So, so. Bam, bam, bam. Okay, so. Jetzt habe ich schon relativ viel. Ich denke, dass das... Ich will jetzt nicht zu viel mitnehmen. Ich glaube, es gibt doch grüne Dings auch irgendwo. Oh, hier sind Emeralds. Emeraldo ist immer gut. Oh, hier sind Dias, glaube ich, oder? Tatsache, hier sind Dias einfach. Okay. Apropos Dias. Ihr schreibt doch wirklich... Ihr müsst mehr in die Kommentare schreiben. Irgendwie so, wirklich. Also so niemand, wirklich niemand. Oh, was war das hier? Was hab ich hier bekommen? Hallo? Was war das? Das war gerade irgendwie so ein Geräusch, als wäre das irgendwie, hallo, was war denn das gerade? Irgendwie war das ein Geräusch, als hätte ich irgendwie gerade, wäre irgendwie gerade eine Pizza aus dem Ofen fertig oder so. Alles klar. Okay, so. Wie gesagt, ich habe richtig viele Kommentare gesehen, da lache ich immer drüber. Wie gesagt, ihr könnt auch in den Kommentaren einfach so schreiben. Nämlich, ich habe dir einfach in die Kommentare geschrieben, viele schreiben auch in die Kommentare, niemand, so wirklich niemand. Also ihr schreibt so niemand, wirklich niemand. Nachher so Julian, boarding mit Diamanten mit der Eisenspitzhacke, mit der Steinspitzhacke oder so ab. Also solche Kommentare finde ich immer witzig. Warte, ich könnte nicht sagen, wer hier einen Kommentar schreibt und nämlich so ein wirklich, also so niemand, wirklich niemand, nachher Julian, baut, die Diamanten mit einer Holzspitzhacke ab. Wisst ihr, was meinst du? Sicher wirklich niemand. Dings, Kommentare könnt ihr irgendwie in Kommentare schreiben. Und das, der beste Kommentar, der mit wirklich niemand, also niemand, wirklich niemand schreibt praktisch, wird hier eingeblendet in Apollo. Also bemüht euch, wirklich niemand Dings, Kommentare schreiben. Ich schau gerade, gibt es eigentlich noch irgendwas Gutes, was ich mitnehmen kann? Ich weiß nicht, ob es so viele Erze gibt. So, ich glaube, hier sind wir gekommen. Gehe ich eigentlich direkt wieder hoch hier? Hier war noch irgendwo Vieh. Ich glaube, das despawned, oder? Hallo? Hallo? Hier ist wieder so ein Dings. Hier sind noch ein Amethyst. Egal, ich lasse den Amethyst mal hier und gehe wieder nach oben hier. Und schau, ob der Gott hier schon... Aber ich habe das Ding was gehört. Und schau, ob der Gott hier, wieder da ist. Ich habe mir ein Geschenk gemacht. Hoffentlich hat er es angenommen. Gott, bist du da? Hallo? Da ist er. Hallo, Zeiss. So, hast du das Geschenk warte mal, hast du das Geschenk überhaupt gesehen? Ja, ich habe hier Geschenk gemacht, Elixier, ich weiß nicht, ob du das brauchst, weil man hier... Hier ist Elixier, schau, hier... Also habe ich gefunden, vielleicht brauchst du es. Brauchst du es? Kannst du es trinken irgendwie, oder? Okay. Ja, ich glaube, ihm hat es gefallen, also kann ich hier irgendwie auch schon die Quest abschließen, hoffentlich? Ich meine, er hat es genommen, also wird es schon irgendwie zählen? Ich habe schon richtig viel Geld, gell, wie viel habe ich denn jetzt schon? Ich habe, $235. Oh mein Gott. Okay, ich muss unbedingt demnächst zum Spawn gehen. So, dann mache ich so. So, ein Amethyst wieder. Was? Untertan? Okay, ja, Untertan. Ich lage es mal schnell hier ein. So, Amethyst irgendwie so. So. Ein bisschen unsortiert ist mein Inventar gerade. Aber wird schon irgendwie passen. Ja. Komm zur Statue, okay. So, mein Buch, so, ich glaube, er will, dass ich schnell komme, schnell. So, ja, hallo, Dings hier. Hallo? Ist er da? Ich hab den getestet. Ist jetzt wieder auf seinem Thron oder bei der Statue? Hallo? Wo ist mein Gold? Ja, das Gold hat diese Melone, die da war, irgendwie, gestohlen, verstehst du? Weil hier kann man alles abbauen, jeder kann hier alles abbauen. Ja. Muss ich irgendwie... Warte mal, ich weiß, hoffentlich riecht er jetzt nicht, dass ich Essen dabei habe. Bring es mir zurück. Okay, ja, werde ich demnächst machen, okay? Okay, Leute, er wird schon wahnsinnig. Ich muss demnächst unbedingt irgendwie per Flur einbrechen und irgendwie sein Gold zurückholen. Ich weiß nicht, wie viel... Einmal in Claimen heißt, glaube ich, irgendwie
Also kostet praktisch irgendwie $40 oder so. Und ja, es heißt praktisch, ich glaube drei, ich weiß nicht, wie viel Flo jetzt geclaimt hat. Muss irgendwie, glaube ich, drei Dings claimen, drei Chunks erclaimen, dass ich hier zu ihnen komme. Das heißt, $120 kostet das. Muss selber mal irgendwie mit dem Tower auch einclaimen. Und damit würde ich auch irgendwie sagen, das war's für die Folge hier. Lasst ein Like, ein Abo da für mehr Minecraft Apollo. Und schreibt unbedingt in die Kommentare, ob das Schaf jetzt irgendwie Goldie, also mit EE oder mit Goldie mit Y heißen soll. Oder, also und was ich hier, wie ich hier bei Flo einbrechen soll demnächst. Und ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like, ein Abo da. Und schaut unbedingt bei Yours30.shop hier vorbei. Es schafft den Anzelmerch hier. Und hier, wie gesagt, einfach Hoodies für die kalten Zeiten. Tasten hier mit richtig coolen Perleffekt, also richtig coolen Sachen. Ich hab's auch in echt. Das ist einfach unglaublich cool, wie die Tasse hier auch aussieht. Und hier im Federmann halt, wie gesagt, einfach Yours30.shop hier, wie ihr eingeblendet. Einfach in Google Browser eingeben. Und ja, bei der Google Suchleiste. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like, ein Abo da und aktiviert die Glocke unbedingt, dass ihr hier, kein Minecraft Apollo mehr verpasst, dass ihr direkt am Start seid, direkt alles, alle Neuigkeiten wisst hier. Und wie gesagt, auch um Fanarts hier malen und niemand Kommentare hier schreiben. Der beste Kommentar wird hier einfach eingeblendet oder wird hier ein Screenshot gemacht und wird hier an der Wand hier aufgehängt. Und wie gesagt, einfach Jonas30.job, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke und ciao!